gefällt es einfach nicht, dass wir Dinge sehr, sehr leicht hier schenken. Unsere Basics nicht auf den Platz bringen. Und dann denkt man, kann hier so ein bisschen Fußball spielen und vergisst, dass zum Fußball Zielstrebigkeit und das Verteidigen des eigenen Tores gehört. Dann kriegen wir ein Problem. Der Ton wird rauer. Kritische Worte des Trainers nach den Testspielen am letzten Samstag. Koshinat angefressen aufgrund der Leistung seiner Elf in den letzten Wochen. 0:2 zum Jahresauftakt bei den Sportfreunden Lotte. Nur eine echte Torchance in der gesamten Partie. So spielt keine Spitzenmannschaft. Ich kann das auch nicht erklären. Wir wollen alle Fußball spielen und da gehört auch Kämpfen, Beißen, Ackern dazu und das hat uns heute ein bisschen gefehlt. 5 Tage später, schwache 90 Minuten gegen den VfL Bochum 2. Die Leistung reicht trotzdem für 3 Punkte. Der Siegtreffer in der Schlussphase, ein Glücksmoment des Kapitäns. Man musste über den Kampf kommen, es war nicht viel möglich, über Spieleres zu kommen und das haben wir angenommen. Und nicht. Der erste Dreier im neuen Jahr. Die Frage bleibt trotzdem, wo ist das positive Gesicht des Teams, das noch im Dezember auf Platz 1 stand? 5 Testspiele im Winter, kein einziger Sieg. Wo ist die Siegermentalität aus der Hinrunde? Selbstverständlichkeit, wie ich es mal nennt, die müssen wir uns wiederholen und das geht nur über Spiele und jetzt hoffen wir, dass wir so langsam im Rhythmus kommen. Am Samstag geht's nach Essen. Rot-Weiß, Hafenstraße, über 8000 Zuschauer. Das nächste Highlight dieser eigentlich so positiven Saison. Es wird Zeit, dass die Mannschaft genau das auch wieder auf dem Rasen zeigt.